So, wir brauchen. Wo müssen wir denn hin? Also immer der Straße nach. Ich habe Ihr Dossier gelesen. Dossier, ha? Klingt toll. Und was steht drin? Das ist streng geheim. Mhm. Fangen Sie nichts an, das Sie nicht zu Ende bringen können, Harper. Okay, hören Sie. Ich fange überhaupt nichts an. Ich gehöre zum Militär. Sie nicht. Aber wir stecken jetzt zusammen in dieser Sache drin. Und das Einzige, was zählt, ist, wieder rauszukommen. Wenn Sie dazu etwas beitragen können und es sieht ganz danach aus, dann... Dann ist alles okay. Dann ist alles okay. Party, Freunde! Vorne ist irgendwo einer. Wo ist denn da vorne einer, bitte? Oh. Ich dachte, der gehört hier dazu. Hoppala. Wenigstens ist hier nicht irgendwie toxisch oder so, ne? Also wir können hier rumlaufen, das ist schon mal... Ja, das ist schon mal schön. Aber hier. Biotikverstärker. Meinen Sensoren zufolge gibt es hier in der Nähe ein Waffenlager einiger Gesetzloser. Durch einen Scan müssten Sie weitere Informationen. Hier steht, dass diese Waffen für ein bestimmtes Lager gedacht sind. Sam? Ich könnte die Quelle der Übertragungen möglicherweise ermitteln. Allerdings brauche ich dafür weitere Informationen. Da oben vielleicht noch was? Warte mal, ich gehe mal ganz kurz da hoch. Von hier aus kriegen wir aber keine neuen Infos, Schade, hier müssen wir noch weitergehen. Wo ist unser Nomad? Da hinten steht er. Guck mal, da hinten ist der Turm, ne? Da oben ist die Stadt. Ich sehe aber die anderen Türme gar nicht. Wir holen jetzt erstmal das, worum wir hier hergekommen sind. Also jetzt mal ehrlich. Aya oder Kadera? Kadera, keine Frage. Unberechenbar ist mir immer lieber als schön. Ist das ein Windpark? Daher kriegt Kadera Port bestimmt seine Energie. Das hier. Oh, cool. Cool. Hübsch. In diesem exilanten Lager halten sich zahlreiche registrierte Kriminelle auf, Pathfinder. Oh, entschuldige, Vera. War das schon alle? Oh, okay. Pathfinder, ich habe... Sieht aus, als wollte das Kollektiv die Verbanden erpressen. Ich frag... Was wollte er gerade sagen? Der beigefügte Lastpunkt wurde entfernt, Pathfinder. Ich kann den Übergabeort nicht ermitteln. Oh, was haben sie denn hier? Guck mal, da einsteigen, das finde ich cool. Ah, hier ist noch ein Monolith. Jedenfalls sieht so aus wie einer. Oh, was ist denn da oben?
Wir haben eine neue Waffe, ne? Die müssen wir auch mal testen. Oh oh. Huch. Okay, treffe ich auf die Distanz nicht. Sehr schade. Hier ist nichts sonst, ne? Nee. Okay. Fahren wir dort hin. Haben Sie viele Leute in der Milchstraße zurückgelassen? Nein. Meine Eltern sind tot. Aber meine alte Einheit könnte noch am Leben sein. Ja, einige meiner Kontakte könnten auch noch rumspringen. Ist es nicht seltsam, so etwas zu sagen, wenn man weiß, dass man sie nie wiedersehen wird? Nicht seltsamer als der Umstand, dass sie 600 Jahre älter sind als wir. Wenn wir so tief in die Materie eindringen, brauchen wir vorher ein paar Drinks. Sie haben damit angefangen. Die verstehen sich schon noch, die zwei. Ja, das wird schon noch. Die werden sich schon noch verstehen, die zwei. Okay. Das ist hinüber hier. Hier ist nichts mehr. Was sind das hier? So kleine Shuttles? Wir müssen in die Richtung. Okay. Ich find's gut, dass man ja keinen Helm. Was war das gerade für ein komisches Brumm? Dass wir keinen Helm aufhaben müssen. Das finde ich cool. Sorry, ich feier das. Achso, wow. Jetzt überlegen wir wieder, wie das ging jetzt hier mit dem Allradantrieb. Wir sind dahinter. Okay, das hilft nicht. Sachte. Hübscher Duft, Vetra. Was ist das? Jarl brauchte Lötzinn und hat dafür diese selbstgemachte Lotion eingetauscht. Ich fühle mich jetzt weicher, als es sich für eine Turianerin gehört. Na, warum nicht? Pathfinder, den Tariffs Aussage zufolge ist der Cap-Transponder hier in der Nähe vergraben. Guck mal, ob er gelogen hat oder ob er die Wahrheit gesagt hat. Was ist das für ein Geräusch? Klingt, als ob gerade jemand angefahren kam, ne? Aber was ist hier, wa? Was ist das hier? Da drin sind ja auch Leute. Da drin sind Leute. Ich hab ihn gefunden. Das Ding ist Schrott. Die Energiequelle des Transponders ist erschöpft. Dann laden wir ihn wieder auf. Sobald er aktiv ist, kann Gil seine Magie wirken. Anschließend sollten wir die Position des Archons ermitteln können. Und danach auch die Meridians. Wir machen Fortschritte. Damit sind wir unserem Ziel, uns in Helios ein Zuhause aufzubauen, einen großen Schritt näher gekommen. Oh klar, der schwierigste Teil liegt eindeutig hinter uns. Total, also ich bin da sehr optimistisch. Da drin war jemand, ich hab's gerade gesehen, guck mal. Pathfinder, wir haben soeben die Meldung erhalten, dass es in Kadara Port einen Mord gegeben hat. Ein Mord? Das sollte man sich vielleicht ansehen. Ja, ein wunderbarer Planet. Hoffentlich fliegen wir nie wieder weg. Erstmal gucke ich hier überall rein. Okay, ich frage gar nicht erst. Willkommen in Charybdis Point. Mein
Name ist Mallows. Suchen Sie einen Unterschlupf? Die Musik. Wir haben ein paar freie Betten. Essen und sauberes Wasser kosten extra. Ich sehe mich nur um. Nur zu. Aber machen Sie keinen Ärger. Ich sollte jetzt besser gehen. Man sieht sich. Oder nee, warte mal. Sekunde. Willkommen zurück. Wie sind Sie auf Kadera gelandet? Bin mit Sloan von der Nexus. Ach, die sind einfach Nexus gekommen. Ich habe ihre Schutzgebühr nicht bezahlt. Also musste ich Kadera Port verlassen. Sie hat sie rausgeworfen? So lauten die Regeln. Wer die Gebühr nicht bezahlt, darf nicht auf dem Berg wohnen. Die ersten Monate waren hart. Kein Wasser, keine Waffen zum Jagen. Ich dachte wirklich, ich würde hier draußen sterben. Offensichtlich haben Sie es geschafft. Ich bin nicht 600 Jahre lang gereist, um hier zu verhungern. Ich habe andere Exilanten gefunden. Die Theorie, gemeinsam sind wir stark getestet. Und so entstand Charybdis Point. Nice, also hat funktioniert. Ich sollte jetzt besser gehen. Man sieht sich. Drüben will ich kurz noch gucken. Unten rein könnten wir noch gucken gehen. Da hinten ist noch so ein Monolith. Wie sind Sie an den Minen zum Reingekommen? Was für Minen? Minen? Die verdammten Plünderer müssen sie wieder entschärft haben. Minen im Vorgarten zu legen, ist nicht gerade klug. Sind Sie eine Landschaftsgärtnerin? Verschwinden Sie, aber zackig. Nur. Gemeinheit. Okay, also es hat einen Mord gegeben. Da sollen wir mal da hingehen, würde ich sagen. Schnellreise, ist das eigentlich jetzt möglich? Ja, ist möglich. Oh, schön. Ich möchte jetzt ungern nochmal durch das ganze Gebiet wieder zurückfahren. Das ist, wie viele betrunkene Idioten da schon reingefallen sind. Wo? Da unten? In den Wassertümpel? Bestimmt einige. Sind wir da? Guckt es an. Wir haben es geschafft. Ja, Slums verlassen. So, jetzt bin ich gespannt. Ein Mord. Ist er gestorben, also der Gefangene? Oder ist der Gefangene vielleicht ausgebrochen, hat jemanden erwischt? Irgendwie sowas vielleicht? Hey, wo soll ich denn hin? Ist das nicht hier? Moment, ich muss speichern. Kann ich mit irgendjemand hier reden? Hilfe, häng fest. Es hat einen Mord gegeben. Aber anscheinend ist das gerade egal, dass es den Mord gegeben hat, oder? Ich kann mit niemandem hier reden. Pathfinder, ich fürchte, Sloan hat sie auf die Liste derjenigen gesetzt, die von uns nicht rekrutiert werden. Mhm. Aber wir können uns doch trotzdem unterhalten, oder? Ich würde gerne mehr über die Verbanden erfahren. Ich werde Ihre Fragen so gut ich kann beantworten. Sich jeder den Verbanden anschließen? Abgesehen von mir natürlich. Jeder kann sein Interesse bekunden. Das letzte Wort bei der Aufnahme neuer Mitglieder hat aber Sloan.
Ich nehme an, es gibt eine Art Auswahlverfahren. Alle Rekruten durchlaufen eine Reihe von Prüfungen, in denen ihre Ausdauer, ihre Loyalität und ihre Intelligenz auf die Probe gestellt werden. Das klingt nach, ja, kill mal den da, dann bist du dabei, da hast du deinen Mut bewiesen und sowas. Ich kann jetzt nicht den Mord hier untersuchen, ne? Das ist ein bisschen doof, ne? Das ist wirklich ein bisschen doof, dass ich jetzt, was muss ich jetzt zurück? Ich muss zurück auf die Normandy und dann zurückfliegen, ne, zu Efren. Wahrscheinlich. Was war das hier? Und dann Pad. Ich tue die Datapads gerne mal aktivieren, dass es dann zum Beispiel irgendeine neue Quest oder so freischaltet und so, ne? Das sieht schon cool aus, ne? Und tschüss. Fürs Erste, wir kommen wieder, weil ich will den Planeten auch noch terraformen. Und mal gucken, vielleicht könnte man hier noch eine dauerhafte Heimat finden. Das wäre natürlich echt cool. Das wäre natürlich echt cool, wenn wir das hinkriegen könnten. Was ist los, Ryder? Warum meine Dringlichkeitssitzung? Ich habe keine einberufen. Das war ich. Ich habe eine beunruhigende Nachricht erhalten, als wir auf Kedara waren. Es gibt Spannungen in der kroganischen Kolonie auf Elan. Die Lage ist ernst. Spannungen unter Kroganern? Was sie nicht sagen. Ich würde nicht Ihre Zeit damit verschwenden, wenn es nicht wichtig wäre. Wir müssen hin. Ich stimme zu. Nakmor Morda hat sich zum Overlord der Kolonie aufgeschwungen. Das ist merkwürdig. Nein, für uns hat der Archon Priorität. Wir müssen uns auf seinen nächsten Schachzug konzentrieren. Jarl hat recht. Schwierig. Einerseits, die Kroganer sind ein sehr kriegerisches Volk. Einer davon hat sich gerade zum Overlord aufgeschwungen und will alle unter sich vereinen. Warum? Da gibt es eigentlich nur eine Antwort. Krieg. Die andere Seite, Archon. Am liebsten würde ich jetzt das Team irgendwie kurz aufteilen. Ich so, ihr macht das, geht mal da rein und wir machen das dann weiter. Obwohl, das geht dann bestimmt schief. Solche, beruhigen Sie sich. Hören wir einfach zu. Beruhigen Sie sich. Wir werden keine überstürzten Entscheidungen treffen. Drag hat dem Team von einem Problem berichtet. Fahren wir die Emotionen runter und betrachten wir die Sache mit klarem Verstand. Okay, und wenn wir schon dabei sind. Ich habe gehört, wie Gesetzlose auf Kedara über Aktivitäten im Remarf-System geredet haben. Nein, das ist das System, in dem sich die Turianische Goldene Welt befinden sollte. Remarf? Dort gibt es keine lebensfähigen Planeten. Nur ein Asteroidenfeld, in dem Verbrecher Bergbau betreiben. Eladen soll auch ziemlich unwirtlich sein. Voller marodierender Plünderer, die nichts zu verlieren haben. Perfekt. Denn wenn ich mich mit etwas auskenne, dann ist es der Kampf gegen Piraten. Aber wir haben jetzt den Transponder und stehen kurz davor, die Position des Archon-Schiffes herauszufinden. Meridian ist wichtiger. Wir müssen die Kette im Endeffekt aufhalten, sonst werden die Angara noch viel mehr in Bedrängnis gebracht. Wisst ihr, wie ich es meine? Das ist so eine Sache, ey. Das ist echt schwierig. Klar, wir müssen ein bisschen Ordnung wieder hier reinbringen. Es gab ziemlich viel Chaos, bis wir aufgetaucht sind und das Ruder übernommen haben. Aber die Grundsicherheit in der Galaxie zu gewährleisten, also in dieser Galaxie hier, finde ich wichtiger. Jetzt im Moment jedenfalls. Na? Und die Geißel ist ja auch noch da. Wenn die Angara aber erstmal wieder das Problem mit den Cat komplett weg vom Tisch haben, können die uns vielleicht mit den ganzen Problemen dann auch helfen. Wisst ihr, wie ich es meine? Wir sind ja jetzt schon Teil des Verbündete. Meridian ist wichtiger von Shit-Ursachen. Ich kann es kaum erwarten, das Schiff des Archons zu finden. Und danach hoffentlich Meridian. Wie auch immer, geben Sie Callow die NAV-Punkte für Eladen und diese potenzielle turianische goldene Welt. Wir wollen alle Optionen verfügbar haben.
Hey, von wegtreten oder Sitzung beendet war nicht die Rede. Oh. Sitzung beendet. Ja, sie hat's versucht. Okay, ich will ganz kurz nochmal zu Cora und zu gehen. Vielleicht kommt jetzt endlich mal wieder was zustande wegen der Arche. Unterwerfen und versklaven andere nicht einfach nur. Die Kett nehmen einem alles, was man ist und nutzen es zu ihrem Vorteil. Mhm. Sie sind der schlimmste Feind, den man sich vorstellen kann. Ja, ein schon. Feind, der einen dazu bringt, gegen seine eigenen Leute zu kämpfen. Und dieses Wissen verfolgt Jor jeden Tag, jetzt, da wir die Wahrheit kennen. Freunde, Nachbarn, sie alle wurden verwandelt. Und sie sind loyal gegenüber dem, was sie verwandelt hat. Das alles geht ihnen ziemlich nahe. Kandros will wissen, welche Strategie wir gegen die Kett verfolgen wollen. Ich habe mit Drak gesprochen. Wir könnten unsere Guerillataktik ausweiten. Militärische Berater der Angara hinzuziehen. Den Aufstieg weiter erforschen. Aber ich weiß einfach nicht, was das Richtige ist. Ich wünschte, ihr Vater könnte mir einen Rat geben. Sie brauchen sie Rat nicht. Wieso? Sie machen das doch gut. Nizira, ihr Vater. Sie hatten immer einen Plan, an den ich mich halten konnte. Ohne klare Strategie kann es viel zu leicht passieren, dass jemand zu Schaden kommt. So wie jetzt. Sämtliche Pläne der Initiative sind gescheitert und deshalb sterben Leute. Also Pläne würden jetzt in der ganzen Situation nicht wirklich helfen. Von der ganzen Initiative her gesehen. Es ging so viel schief. Wir stehen vor Herausforderungen, auf die wir uns niemals hätten vorbereiten können. Aber wir können uns zumindest auf den Kampf gegen die Kett vorbereiten. Sarissa wird wissen, was zu tun ist. Wir müssen sie und die anderen Asari nur finden. Dann mach doch mal. Es wird gut tun, wieder Gewissheit zu haben. Dann, Sender, ne? Mach hin. Was ist das? Sendertechnisch, hast du jetzt was? Wir haben's geschafft, Ryder. Sie haben den Flugschreiber der Asari repariert? Ja, ein paar alte Zugangscodes, ein wenig Datenwiederherstellung durch Sam und schon konnten wir den letzten Kurs der Arche ermitteln. Die NAV-Punkte sind im System. Wir können uns auf den Weg machen, sobald sie soweit sind. Der Flugschreiber war ziemlich stark beschädigt. Sind diese NAV-Punkte verlässlich? Was haben wir denn schon zu verlieren? Selbst im schlimmsten Fall kommen wir der Arche zumindest ein bisschen näher. Wir brauchen die Asari und Sarissa mehr als je zuvor. Ich vertraue darauf, dass sie sie finden, bevor die Kette es tun. Das tun all die ganzen Archen suchen wir. Also definitiv. Das haben wir jetzt, ja? Ach, der Arche. Sinia durchsuchen. Ich habe die E-Mail von Cora nicht gelesen. Jetzt kam die E-Mail von Cora. Really? Wirklich? Toll. So, warte. Jetzt aber hier. Logbuch. Jagd auf den Archon. Zurück. Cora Harper. Arche, die Szene durchsuchen. Ja, das machen wir. Definitiv. Der Arche Lucien, ja. Suchen, ja. Mal mit ihm reden, mal gucken, wie es ihm geht. Danke, dass Sie nach mir sehen, aber es geht mir gut. Sicher? Ich weiß nicht, ob das bei mir auch so wäre. Es muss sein. Wie sollte es sonst weitergehen? Verstehen Sie? Nur zu reden. Ich bin nicht nur knallhart, ich habe auch eine starke Schulter. Das ist sehr freundlich. Sie sind sehr freundlich. In Zeiten wie diesen vermisse ich meine Familie besonders. Das glaube ich dir. Sind Sie Ihrer Familie nahe? Ja. Sehr. Früher schon. Eigentlich immer noch.
Meine Mutter und mein Vater sind tot. Mein Bruder liegt im künstlichen Koma. Ich bin im Moment so eine Art Waise. Das tut mir leid. Naja, diese zufällige Ansammlung von Tempest-Sonderlingen fühlt sich manchmal an wie eine Familie. Stimmt. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich eine Aufgabe habe. Aber hier ist das anders. Was ist mit dem Widerstand? Mein Platz im Widerstand entspricht nicht meinen Vorstellungen. Aber dieses Kind auf Aya hat zu Ihnen aufgeblickt. Schon. Aber Sie werden etwas wirklich Wichtiges vollbringen, Ryder. Das spüre ich. Und genau hier gehöre ich hin. Das ist wie, das war für das falsche Signal, ne? Sie bereichern das Team. Ja. Sie sind eine Bereicherung für das Team. Danke. Ich freue mich schon auf weitere Abenteuer. Die wird es geben. Definitiv. Ich will jetzt mal alle irgendwie mal abklappern hier. Mal alle aus unserem Team besuchen. Phoebe, mal kurz quatschen. Hi. Sie schon wieder. Wollen Sie noch mehr über die Blockhütte aus meiner Kindheit erfahren? Okay, nö. Ich dachte jetzt, da kommt nochmal irgendwie wieder ein Gespräch. Viel Glück mit Ihrem Projekt. Danke, und schauen Sie mal wieder vorbei. Das war ja gerade mein Besuch. Ne, ich will bloß wissen, ob die mal wieder was zu sagen haben oder so, ne? Ne, ist hier. Ab und zu mal wieder besuchen jetzt, vor allem nach den ganzen Ereignissen und alles. Habt ihr auch gerade gesehen, bei Crowa gab es eine Videosequenz direkt. Bei Jarl gab es eine. Ne, da will ich mal nach allen gucken und so, das möchte ich schon machen. Hey, geht's mit dir was? Neues? Irgendwas? Das hier wird ein Höllentrip. Feinde, zerstörte Welten, keine Heimat weit und breit. Alle sind total angespannt. Gestern gab es einen zweistündigen Streit und niemand wusste, wie er angefangen hat. Das ist nicht gut. Nein. Zum Glück weiß ich, wie man die Leute auf andere Gedanken bringt. Mit einem Filmabend. Klingt witzig. Bei einem guten Film entspannen? Das könnte mir gefallen. Da muss noch nicht mal gut sein. Sogar die Schlechten erfüllen ihren Zweck. Wir brauchen etwas, worauf wir uns freuen können. Und zwar vor Meridian. Die Datenbank der Tempest gibt nicht viel her. Könnten Sie eine Filmbibliothek von Nexus Ops runterladen? Damit ich weiß, womit ich arbeiten kann. Wenn ich Zeit habe. Danke, das wird den Leuten gefallen. Cool, da gab's wieder was. Yay! Warte, ich geh mal auf kurz auf die Seite noch gucken. Oh. Ah, Ryder. Entschuldigen Sie die Sauerei. Oh, schon okay. Wer ist Ihr Freund? Ein aufgestiegener Cat. Ich habe Joel Bescheid gegeben, um ihm zu zeigen. Oh, da ist er ja. Joel, sehen Sie sich das an. An ihm ist nichts Angaranisches mehr. Gar nichts. Die körperliche Erscheinung kann täuschen. Ich habe hunderte Tests durchgeführt. Es sind nur noch minimale Spuren des angaranischen Genoms vorhanden. Die Aufgestiegenen sind Cat. Es muss irgendeinen Weg geben, sie zu heilen. Alles ist möglich. Wir müssen es nur weiter versuchen. Mhm. Ja, selbst aus Fehlschlägen können wir lernen. Danke, Ryder. Cowley. Was denn? Jarl muss akzeptieren, dass der Aufstieg unumkehrbar ist. Sie verstärken seinen Schmerz nur noch. Das wissen wir nicht. Wir kratzen doch gerade erst an der Oberfläche dessen, wozu die Cat fähig ist. Richtig. Die Aufgestiegenen sind neue Wesen. Es ist mehr als eine Verwandlung. Es ist eine Geburt. Es gibt kein Zurück. Jarl ist Teil dieser Crew. Sein Wohlergehen liegt in meiner Verantwortung. Sie machen das gut. Ich weiß, dieser Job kam für Sie überraschend. Aber Sie füllen ihn mehr als aus. Und Sie haben sogar Ihr Cat-Exemplar bekommen. Das stimmt. Und Ihre Körper unterscheiden sich von allem, was ich kenne. Sie sind das Ergebnis jahrhundertelangen Genraubs und forcierter Evolution. Es ist natürlich grauenhaft, aber auch faszinierend. Ich bin froh, dass Sie sich so gut eingewöhnt haben. Tja, mir blieb ja wohl nicht viel anderes übrig, oder? Ich sollte hier vielleicht sauber machen, bevor er zu riechen beginnt. Ja, wäre ganz gut. Das wäre echt gut. So.
Hier runter noch. Haben Sie kurz Zeit? Ich bin im Biolabor. Okay, bin sofort da. Da ich die Tür selber aufmachen muss. Sind das Bilder der Aufstiegskammer? Ja, die Cat benutzen medizinische Ausrüstung der Angara. Das könnte vielleicht eine Spur sein. Ich will diesen Cat-Bastarden voraus sein, falls ihnen Sid je in die Hände fallen sollte. Naja, stellen Sie sich vor, es wäre Scott. Ich weiß nicht, was ich tun würde. Wir sind alles, was von unserer Familie noch übrig ist. Das kenne ich. Sid war noch so jung, als uns unser Vater verlassen hat, und ich war, naja, so alt, wie sie jetzt ist. Ich weiß, wie es ist, ein Elternteil zu verlieren. Inzwischen habe ich beide verloren. Meine Mutter starb, bevor wir die Reise hierher angetreten haben. Unser Vater ist nicht tot. Oder vielleicht doch? Wir wissen es nicht. Er kam einfach nicht mehr nach Hause. Er hatte sich auf einige üble Sachen eingelassen. Auf üble Leute. Letzten Endes hat es ihn dann eingeholt. Er konnte nirgendwo hinfliegen. Für ihn gab es keine andere Galaxie. Sind Sie deshalb hergekommen? Wenn man jung und dumm ist, trifft man falsche Entscheidungen. Verärgert die falschen Leute. Und so etwas holt einen immer wieder ein. Und auch diejenigen, die einem am Herzen liegen. Ich will nicht eines Tages nicht mehr nach Hause kommen. Gute Frage eigentlich. Man kann ja in jedem Mass Effect Teil auch eine Beziehung mit jemandem eingehen. Die Frage ist, mit wem? Mit Liam? Oder mit Cora? Oder mit hier mit, ja, mit Wetter? Weiß nicht. Was war Versuch? Mit Wetter? Ja, komm. Ja, komm. Ach, kommen Sie schon. Oh. Sie sind stark. Und Sie sind clever. Es müsste schon einiges geschehen, damit Sie nicht mehr nach Hause kommen. Das ist wahr. Stark und clever reicht aber nicht immer. Irgendwann verlässt einen das Glück. Ich aber nicht. No. Ja. Das war schön. Ich habe ein gutes Gefühl, was Sie betrifft, meine. Ja, das war schön gesagt. Aber gut. Ich sollte jetzt wieder an die Arbeit gehen. Vielleicht haben meine Leute ja irgendwas gehört. Plaudern wir später weiter? Klar, na klar. Klar. So, jetzt gehen wir auf die Seite noch. Ist hier noch jemand? Achso, hier. Hast du hier einen Fernseher gebaut quasi? Das war Liam, ne? Der es gebaut hatte, ich glaube. Cora, Etage höher. Ah, Cora ist Etage höher.